Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen mal schauen, ob ihr ein wenig... ein wenig hier kiten können. Weil viel Mana haben wir nicht mehr, aber es sind auch nicht mehr viele Gegner hier übrig, wie es aussieht. Das dürfte einer der stärkeren Gegner noch sein, die wir hier haben. So. Speichern. Da oben hat man noch irgendetwas rumliegen. Das ist ein Heizahndolch. Ja, die sind ja nicht schlecht. Wenn wir da mal Dolch auf Stufe, also auf Dings kriegen, wäre das gar nicht mal so schlecht. Okay, Geschick. Ein Zweihänder. Ah, wo sind sie denn? Nein, eigentlich will ich hier nicht verlassen. Und so weit weg, wie die sind, können wir da auch nichts mehr groß machen. Na gut. Also, was ist das hier? Speichern wir mal. Schauen hier rein. Könnte nützlich sein. Ja, könnten wir ganz gut verkaufen. Da haben wir mittlerweile Besseres. Könnte nützlich sein. Und wo ist der Eingang vom Haus? Norris Haus. Kampfkunst Großmeister. Fähigkeitswert in 10 Kampfkunst und ein Fähigkeitswert in 10 Ausweichen. Ach, halt mal, Kampfkunst war ja... ich hab's gerade verwechselt mit Waffendings. Kampfkunst war ja die waffenlose Angriff. Brauchen wir ja nicht, das kennen wir ja. Das benutzen wir ja eigentlich nicht. Seelenmagiemeister. Aha. Hoppala. Haben wir da auch noch irgendwas rumfahren? Nee. Ja, das muss man alles noch aufschreiben. Diese drei Häuser, die wir hier haben. Und Ausweichen, Großmeister. Alles klar. Sehr schön. Hier drin. Ah, wieder ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Mehr aber eigentlich auch nicht. Speichern wir mal. Und dann schauen wir noch, was wir da sonst noch so alles haben. Okay. Work. Fast nichts mehr, fast nur hängen geblieben. Da drüben haben wir jetzt noch diesen einen Greif, aber der könnte noch ein bisschen schwierig sein. Haha, nein, ich will da wieder hoch. Mist. Okay, das ist jetzt definitiv schief gegangen. So hab ich das eigentlich nicht vorgehabt. Ja, und da drüben haben wir noch die Greife, aber ja. Die will ich eigentlich nicht bekämpfen gerade. Die sind mir etwas zu schwierig gerade, vor allem so angeschlagen, wie wir sind. Und es sind ja 3 Stück auch noch. Okay. Dann gehen wir mal ins Gast. Ah, ich kann hier einfach rübergehen. Okay. Ich hoffe, die verfolgen uns jetzt nicht. Dann gehen wir mal ins Gasthaus, hätte ich gesagt. Dann heilen wir mal. Und als nächstes gehen wir da in die Räuberhöhle rein. Dann können wir auch noch uns noch ein paar Buffs holen. Das ist auch nicht schlecht. Moment mal, wo war das Ding? Das Gasthaus. Ich glaube, das da war's. Ja, genau, das war's ja. Nur herein. Genießt euren Aufenthalt. So. Sehr schön.
Dann holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung. Wo war dieser Dinger jetzt nochmal gewesen? Ach, verdammt. Genau, da war er. So, über die Brücke hinweg, in den Dungeon rein. Und danach gehen wir quasi nach Norden und dann schauen wir mal, ob wir das Lernen auf Experte bringen können. So, ich bin jedenfalls gespannt, wie stark das hier wird. Was müssen wir nochmal genau machen? Vernüchtert, Ja, genau, Dafriks Siegelring soll man suchen. Das müsste eigentlich jetzt hier sein. Den Fehlmüll und verrotteten Abfällen, um den Höhleneingang herum nachzuurteilen, haben schon viele Generationen von Räubern diese Gewölbe benutzt, um sich vor dem Gesetz zu verstecken. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Wenn du das sagst, wir machen auf jeden Fall mal Fackel an. Ja, Fackel ist gut. Da wir auch Meister im in Feuer sind, ist das Ganze auch ein bisschen, Glaube. Ach, Dings fehlt natürlich noch. Das hier fehlt natürlich noch. So. Okay, speichern. Ein normales Langschwert kommt mit. Also das sind alles ganz normale Gegner. Also das ist sozusagen ein Anfänger-Dungeon. Mit dem müsste man auch relativ gut zurechtkommen. Ist ja mal klasse, dass ich auch einen Anfänger-Dungeon finde. Okay, was ist das da? Das sind ganz normale Diebe. Das sollte uns keine Probleme machen. Oh, das sind mehr als ich dachte. Okay. Naja, also das sollte jetzt wirklich gar kein Problem für uns sein. Oh, wo kommst du denn her? War's das? Nee, da muss irgendwo noch was sein. Ach, guck mal, da geht's noch irgendwie weiter. Ja, genau, hier rein. Hallo? Ah, ich dachte, ihr wärt vielleicht uns nicht feindlich gesonnen. Netter Kantenpanzer. Was soll das denn? Umhang plus 3. Da ist ein ganz normaler Umhang. Das ist schon Umhang plus 3. Das ist ein etwas besserer Umhang. Ja, dann kriegst du den Umhang. So, sehr schön. Was soll das denn? Kommt auch mit. Ja, dann können wir bald verkaufen und anscheinend war's das sogar schon. Also da sind wir ja schneller fertig, als ich gedacht habe. Au. Da haben wir auf jeden Fall den Siegelring. Perfekt. Wie war das mit Falle entschärfen? Au. Hoppla. Ja, ja. Hoppla, sagst du. Falle entschärfen auf so viel und auf Experte und es geht trotzdem nicht. Spürt man kaum. Ja gut. Hoppla. Umhang 1. Ein Brief, den müssen wir uns nochmal anschauen. Kein Platz mehr.
Das scheint ja was Wichtiges zu sein. Andererseits, Moment. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt nochmal hin. Spürt man kaum. Ja, ich... Wenn unser Kleriker ohnmächtig wird, ist es ein bisschen problematisch, meiner Meinung nach. Spürt man kaum. So, wenn er nämlich nicht Dings ist, können wir nämlich mit ihm gleich wieder beleben. Ja, okay. So. Alles klar. Dafür habe ich keinen Platz. So, okay. Was ist denn das für ein Brief jetzt, den wir da gefunden haben? Falatir. Unsere Überfälle waren äußerst erfolgreich. Unsere Stellung ermöglichte es uns, zwei Routen zu übernehmen. Von Erathia nach Daia und von Erathia nach Hammondale. Wir haben deinen Rat befolgt und unsere Aktivitäten so unregelmäßig gestaltet, dass ein direktes Eingreifen der erathianischen Truppen umgangen wird. Außerdem sind unsere Höhlen jetzt gut versteckt, sodass ein beiläufiger Blick nicht ausreicht, um sie zu entdecken. Die Bezahlung wird gerade vorbereitet und dir bald überbracht. Felatia, haben wir denen schon irgendwie begegnet? Gute Frage. Jedenfalls hat es nichts geholfen, dass wir euer Versteck so habt, getarnt habt. So, ich hätte ja eigentlich jetzt gesagt gehabt, wir gehen zuerst nach Norden. Andererseits, wenn wir jetzt nach Norden gehen, heilen wir ja auch, weil wir ja unterwegs sind. Und da finden wir bestimmt auch einen Händler, wo wir Sachen verkaufen können. Von daher können wir eigentlich auch nach Norden gehen. Und müssen nicht jetzt gleich das machen. Machen wir das mal so. Weitere Gegner. Ich frage mich, ob wir diese Schriftrolle irgendjemanden bringen müssen. Ich hab vergessen. Er geht ja immer auf die Magierin. Und die anderen sind ziemlich sicher. So. Was ist jetzt passiert? Warum sind die... jetzt sind sie wieder da. Seltsam. Naja, gut. Spiel gespeichert. Die Dinger hatten wir schon angeschaut. Genau. Ich speichere jetzt nochmal. Und dann können wir mal nach Norden gehen. Ziel Daia. Und da müssten wir eigentlich das Lernen auf Experte bringen können. Ich weiß nicht, wie stark jetzt die Gegner hier sind. Harpienhexen. Auf jeden Fall haben wir schon ein gutes Empfangskomitee. Ja, so heftig sind sie aber noch nicht, hätte ich gesagt. So. Sind wir irgendwie verflucht oder irgendwas? Nee, es sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Nächste Harpier. Uh-oh.
Da drüben sind auch viele. Wir kommen ja aus diesem Canyon kaum raus hier. Frag mich. Ah, guck mal, da sind auf jeden Fall. Ja, okay. Müssen wir mal schauen, wie wir hier überhaupt rauskommen. Hier, komm mal hoch. Hier haben wir auf jeden Fall Leute. Ein Wassermeister und ein normaler Bürger. Ja, okay. Es ist natürlich die Frage, wo genau ist das, wo wir hin müssen? Guten Tag, William Seetag, finsterer Unhold, extraordinär. Steht zu Ihren Diensten. Schön, euch kennenzulernen. Bevor ihr euch entscheidet, werdet ihr gezwungen sein, noch eine wichtigere, bald anstehende Entscheidung zu treffen. Wenn ihr den finsteren Weg wählt, so kehrt zu mir zurück und vervollständigt eure Ausbildung als Paladin. Paladin? Finsterer? Ah. Ach so, Nemesis ist eine... Ah, ich verstehe. Ich glaube, in dem Spiel gibt es ja auch zwei Wege, einen guten und einen bösen Weg. Und ich glaube, Nemesis ist ein Aufstieg für den Paladin. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal den ersten Aufstiegsdings haben. Das heißt, das hier ist anscheinend ein bisschen ein böses Gebiet. Ah. Wie auch immer. Wenn wir hier jedenfalls lernen auf Experte bringen können, ist mir das... Ja, egal ist es mir nicht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den guten Weg einzuschlagen. Aber da können wir ja ruhig hier noch ein bisschen ganz normal das Lernen auf Experte bringen. Das ist ja kein, macht ja keinen großen Unterschied. So, da hinten haben wir auch nochmal eine Hütte. Aber bleiben wir doch erstmal im Ort hier drin. Was haben wir denn da alles? Säule des Heldenturms. Und natürlich, nicht zu vergessen, die tollen Hufeisen. So, da geht's weiter. Hufeisen, das heißt, das hier ist auf jeden Fall ein Stall. Muss ich mal schauen, wer das hier kriegt, die Hufeisen. Ich weiß es noch nicht. Das Geschäft ist geschlossen. Was ist das hier für ein Brunnen? Erfrischend. Okay. Dann haben wir hier Konditionmeister. Das sieht ja echt krass aus hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gerne sein will. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Leia ist der beste Ort, um die Wege der Magie zu erlernen. Habt ihr all jene aufgesucht, die euch etwas lehren können? Umgestürzte oder tote Bäume können oft als Versteck für Schätze oder Schmuckstücke dienen. Allerdings können sie auch ein Versteck für Insekten oder Schlimmeres sein. Ja, okay. Was ist das hier? Schattenläufersheim. Stehlen Meister. Okay. Dann haben wir hier noch ein Haus. Expertenlehrer, da haben wir es doch schon. Perfekt. Achso, halt. Ach, nee, halt. Ach so, das ist kein Ding. Ihr sucht eine Expertenausbildung in eurer Fähigkeit. Die Expertenausbilder für die meisten Fähigkeiten befinden sich in Hammondale, Erasia und im Tularianischen Forst. Ach so, das sind nur die Expertenlehrer, also nicht die Lehrer für Lernenexperte, sondern, ja, okay. War also doch nicht ein bisschen zu früh gefreut. Eine Taverne. Essen gut. So, Essen gut, ja. Ich bin mir nicht so sicher. Ein Weißemann-Resistenz. Meditation-Experte. Ja, das ist auch nicht schlecht. 500 Gold und Fähigkeitswert von 4. Auch nicht schlecht zu wissen. Ja. Weil das ist auch ein Zauber, den wir irgendwann lernen müssen. Und der ist sogar relativ billig mit 500 Gold. Oh, 2 Intellekt. Kann jeder von euch lernen. Finde ich ja gut. Gefällt mir. Streitkolben Großmeister.
die Gruppe. Was ihr an der Oberfläche von Daya seht, ist nur ein kleiner Teil des echten Königreichs des Todes. Es gibt eine Untergrundstadt, die sich die Grube nennt. Man kann sie von der Oberfläche nur erreichen, wenn ihr durch die Grubenhalle im Norden Dayas geht. Okay, hier gibt es also noch eine richtige Untergrundteil. Schattenmagie-Experte? Okay, hier können wir wahrscheinlich dann auch Schattenmagie lernen. Okay, und das war das hier. Jetzt ist eine gute Frage. Also Lernen gab es hier nirgends. Ich gehe jetzt einfach mal die Straße hier weiter. Da hinten haben wir ja auch noch ein Haus gesehen gehabt. Vielleicht müssen wir ja dahin gehen. Andererseits, wie kommt man dahin? Also im Moment sehe ich noch nicht, wie wir da zu diesem Haus hinkommen sollten. Harpien. Machen wir erstmal die Harpien. Oh. Aber ich denke, in der Gegend kommen wir zurecht. Oh, was hast denn du Feines abgelegt? Eine Harpienfeder. Nett. So, alles klar. Speichern wir mal. Ja, wie wir da hinkommen? Gute Frage. Müsste man aber vielleicht nochmal ausprobieren, ob wir dann doch nochmal hinkommen. So, und da kommen wir auf jeden Fall zum Tolerianischen Forst. Da wollen wir ja auch nochmal hin. Wenn wir hier fertig sind. Weil da soll es ja Wassermagie geben, um auf Experte zu kommen. Da ist nur die Frage. Bringt das überhaupt was? Weil uns fehlt ja noch ein Punkt. Andererseits, mit den Hufeisen müsste das vielleicht sogar klappen. Ja doch, das könnte klappen. So, aber erst einmal, wie kam man jetzt zu dieser Hütte rein? Wenn wir hier vielleicht rüberlaufen? Vielleicht hier? Ja, so müssten wir hinkommen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bin ja mal gespannt, was wir da finden. Was ist denn das für eine Hütte hier? Und wo ist er genau? Hä? Ach, da oben. Ach, was ist denn das jetzt für ein Ding? Das ist ein Altar. Oh. Das finde ich ja gut. Geist, Erd- und Körperresistenz. Und zwar dauerhaft. Das ist ja geil. Gefällt mir. Doch, das gefällt mir. Okay, dann haben wir doch auch schon relativ viel von Daya angeschaut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich muss jetzt noch mal mir die Zeit nehmen und das ganze Zeug hier eintragen. Was wir hier alles so gefunden haben, dass ich das nicht vergesse. Aber das mache ich ja wieder zwischen den Folgen, dass ich mir das in so einen kleinen Screenshot hier von mache, von der Stadt, und dann schreibe ich mir das rein, was, wo, wie war. Bin ich auch ein bisschen hinten dran. Naja gut, wie dem auch sei, machen wir ja Schluss. In der nächsten Folge machen wir weiter. Und ich denke mal, hier kommen wir zurecht. Hier finden wir dann bestimmt auch diesen Lehrer, also diesen Experte für Lernen. So rum, genau. Und danach geht's wahrscheinlich, dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Ich glaube, nicht sehr viel. Wahrscheinlich gibt's ja dann haufenweise Quests, aber erst, wenn man den dunklen Weg eingeschlagen hat. Von daher werden wir hier wahrscheinlich nichts finden. Aber wir werden sehen. Und vor allem, wenn wir hier was finden, ist die Frage, ob wir das überhaupt machen sollten. Ja, wie dem auch sei. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.